Was geht? Mein Name ist Kuros, ich bin angehender YouTuber, Schrägstrich, Content Creator. Ich hatte mich letztes Jahr schon beworben gehabt mit dem Höllenmarsch. Da war ja Fritz nicht ganz zufrieden mit meiner Leistung. Diesmal werde ich probieren, barfuß 24 Stunden am Stück zu laufen. Ich zeige euch mal, was ich dabei habe. Das Einzige, was ich dabei habe, ist eigentlich meine ganze Filmausrüstung, Kamera, Stativ, eine Flasche Wasser. Ich werde über die ganze Challenge verteilt nicht essen. Das ist so mein Gedanke gewesen, weil man in der Natur natürlich auch nicht regelmäßig Essen findet. Und ich wollte so ein bisschen meine Ausdauer und meine Willenskraft damit unter Beweis stellen. So, bitteschön, Schuhe sind weg und es kann losgehen. Ich nehme doch lieber meine Schuhe mit, falls irgendwas passiert, dass ich nicht komplett am Arsch bin. Let's fucking go. Mein Name ist Kuros, ich bin 29. Ich habe vor gut einem Jahr angefangen mit YouTube. Einfach genau aus dem Grund, warum ich mich beispielsweise auch hier bei Seven Wars Wild bewerben möchte. Weil ich mich mehr Dinge stellen möchte, die ich noch nie ausprobiert habe. Von denen ich selber vielleicht sogar denke, dass ich es nicht schaffe. Und mir selber beweisen möchte, dass ich alles kann, wenn ich nur wirklich will. Ich hatte mich damals für die zweite Staffel mit einem Höllenmarsch beworben. Ich hatte den vorher einmal probiert gehabt. Ich hatte gar keine Ahnung, ich habe mich nicht vorbereitet. Ich bin nicht vorher zig Kilometer gelaufen. Ich wollte damit einfach beweisen, dass ich wirklich den eisernen Willen habe. Meine einzigen Survival-Erfahrungen, die ich habe, beschränken sich eigentlich auf eine Overnight, die ich nach der ersten Staffel gedreht habe, weil mich das so gecatcht hat. Ich habe mich auch am Feuerbohren probiert. Ich habe nur mit einem Messer und einer Säge einen Feuerbohrer gebaut und damit zum ersten Mal in meinem Leben Feuer gemacht. Das war so ein geiles Erlebnis, dass ich wirklich Spaß an diesem ganzen Survival-Thema gefunden habe. Ich bin hier in dem Potsdamer Wald. Die Umstände sind wirklich angenehm. Ich habe weichen Boden, vielleicht ein bisschen Äste und Steine, die ein bisschen wehtun. Deswegen sind jetzt auch die ersten Meter für mich echt ein Kinderspiel. Den Füßen geht es sonst, würde ich sagen, auch immer noch sehr, sehr gut. Aber ich mache mal schnell weiter, sonst werde ich hier original totgestochen. Ja. Ist das nicht wunderschön hier? Aber jetzt schnell raus, hier sind überall Brennnesseln. Wir können ja mal ein kleines Zwischenfazit ziehen. Also meinen Füßen geht es an sich relativ gut. Ich spüre schon, ich spüre langsam, dass die Fußsohlen echt ein bisschen wehtun. Jetzt schnell hier mal weg, sonst werde ich noch überfahren. Ich denke, dass der Unterhaltungsfaktor bei der Wildcat auch sehr entscheidend ist, weil es nicht nur wichtig ist, jemanden zu suchen, der geeignet ist für das Ganze. Es wird ja auch jemand gebraucht, der mit einer Kamera umgehen kann, da ich ja Videoschnitt und Produktionserfahrung habe und von mir behaupten kann, dass ich unterhaltsame Videos produzieren und schneiden kann. Denke ich, dass das auf jeden Fall ein guter Vorteil ist, den ich habe, im Gegensatz vielleicht zu manch einem anderen. Langsam tun die Füße echt weh. Ich war zwar noch nie in Kanada oder Alaska, aber in meinem Eisbaden-Video habe ich bewiesen, dass ich mit kalten Temperaturen wirklich umgehen kann. Ich bin kein Eskimo, aber das kriegen wir geschaukelt, wa? Ich bin jetzt knapp 2 Stunden unterwegs und ich muss sagen, mir tun langsam richtig die Füße weh. Wenn wir ehrlich sind, ich habe auch nichts anderes erwartet. Zähne zusammenbeißen und durch. Bitteschön, ich muss leider weiter. Was ich noch sagen wollte, ich bin noch nie in meinem Leben barfuß gelaufen. Ich glaube, das ist die einzige Strecke, die ich barfuß zurücklege, ist von der Dusche bis zu meinem Bett. Langsam tun die Füße brutal weh und ich warte eigentlich nur darauf, dass endlich mal ich die erste Blase oder die erste Verletzung am Fuß krieg. Aber da ihr perversen Wichser da ja auch drauf steht, ich auch dafür sorgen, dass ihr alle auf eure Kosten kommt. Ich denke, dass Seven Wars Wild genau das Richtige für mich ist, weil dieses Jahr das eine Team Edition ist und ich jemand bin, der sehr gut im Team arbeiten kann. Und egal, wer mein Teampartner wird, ich denke, dass ich mit dem sehr gut zurechtkommen werde. Ich sag euch ehrlich, dieser Schotterboden, der ist ja wirklich der absolute Endgegner für die Füße. Ey, was ich für euch in Kauf nehme. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, kein weiteres Video zu verpassen. Weiter geht's. Ich kann ja mal ein Resümee ziehen. Nach guten 10 Kilometern sehen meine Füße jetzt so aus. Ich muss echt sagen, ich habe wirklich brutalen Hunger. Ich habe heute nur gefrühstückt und die viele Bewegung macht es auch nicht unbedingt besser. Noch geht's, aber ich hoffe. Ich weiß ja nicht, wie lange sich das hier zieht, aber ich weiß auf jeden Fall, was ich direkt danach machen werde. Der See heißt einfach Düstere Teiche. Das könnte irgendwie original auch ein Ort bei Stranger Things sein. Fand ich nur lustig. Weiter geht's. Aber der Sand hier ist wirklich eine willkommene Abwechslung.
Guckt mal bitte, wie geil das hier aussieht. Das ist so mega weit einfach. Voll geil. Die Füße tun mir richtig weh, die pochern richtig. Ich habe auch das Gefühl, die Fußfläche ist so ein bisschen empfindlicher jetzt. Und die Steinchen hier, diese kleinen Steinchen, Schottersteinchen, die sind ja wirklich auch wieder der Endgegner. Zusätzlich habe ich das Problem, dass mein rechtes Knie, mit dem ich schon immer ein bisschen Problem habe, echt ein bisschen Faxen macht. Ich glaube, dieses verkrampfte Gehen sorgt dafür, dass ich Schmerzen im Knie bekomme. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wie lange ich noch gehen soll, weil ich Angst habe, dass ich morgen nicht mehr laufen kann. Noch ist auf jeden Fall nicht Schluss. Ich habe den perfekten Platz für mich hier gefunden. Ey, mach jetzt mal eine Pause. Mein Fuß verkrampft. Wenn die Sache mit meinem Knie weg wäre, könnte ich echt auf jeden Fall noch ein Stück aushalten, aber ich weiß nicht, das fühlt sich nicht mehr gesund an. Bei mir geht einfach gar nichts mehr plötzlich. Das Gefühl, ich kann mein Knie gar nicht mehr richtig bewegen. Ich habe nur noch so einen minimalen Spielraum. Das ist jetzt voll ärgerlich, einfach wegen so einer Scheiße aufzuhören, aber ich glaube, das macht keinen Sinn mehr, großartig weiterzumachen, weil ich einfach Angst habe, dass ich mich wirklich doll verletzt. Ich habe echt schon seit Ewigkeiten Probleme mit meinem Knie. Und der Höllenmarsch letztes Jahr hat es auf jeden Fall nicht besser gemacht. Nach gut 6 Stunden und 21 Kilometern ist es jetzt soweit. Ich bin echt super hungrig. Mein Knie tut mega weh. Ich kann es nicht mehr richtig durchstrecken. Bin ein bisschen enttäuscht von meiner Leistung. Hoffentlich habe ich trotzdem euch zeigen können, dass ich für die Wildcat geeignet bin. Und Fritz, wenn du Bock hast, nochmal den Höllenmarsch zu machen, auch wenn ich jetzt hier rumsitze wie ein kleiner Krüppel, würde ich mich sehr freuen, wenn wir beide nochmal probieren, die 100 Kilometer zu knacken. Und ich verspreche dir, diesmal werden es keine 99. Und wenn du mich ins Ziel tragen musst, nein, Spaß, ich trage dich ins Ziel. Alles klar, Leute, ich wünsche euch nur das Beste. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.